Was geht, Leute? Kommen wir wieder zu einem neuen Video. Ab dem Zeitpunkt, wo du dich nicht mehr für den Narzissten interessierst, passiert genau das. Wisst ihr, Narzissten wollen, dass du dich für sie interessierst, dass du Interesse zeigst, dass du dir Gedanken um sie machst. Auch um die Spiele, was die mit dir spielen, dass du dich dafür so interessierst, quasi in dem Sinne von wegen, dass du versuchst, dagegen anzukämpfen oder irgendwie das zu lenken oder sonst was. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, weißt du was, spiel dein Spiel, mach dein Ding, es interessiert mich nicht mehr, passiert das. Die drehen durch. Die drehen durch, wenn die merken, du interessierst dich nicht mehr für ihr Spiel, für sie, für das, was sie tun. Du interessierst dich nicht mehr für sie. Du sagst, ist mir egal. Mach dein Ding, aber mach es nicht mehr mit mir. Ist mir egal. Wenn du diese Einstellung hast, kann der Narzisst dir nichts mehr anhaben. Pure Gleichgültigkeit musst du spüren. Deswegen, das Einzige, wie ich es auch immer sage, was hilft gegen Narzissten, ist diese pure Gleichgültigkeit aufzubauen, so dass du auf dem Punkt bist von wegen, mir ist egal, was mit diesem Menschen los ist. Dieser Mensch kann leben, kann von uns gehen. Mir egal, was mit diesem Menschen passiert. Man wünscht keinem jetzt was Schlechtes oder sonst was. So, wir wünschen keinem den Tod, aber es ist uns komplett egal. Der Mensch, der kann tun und lassen, was er will. So, weil bei Narzissten ist es so, die interessiert es nur, dass du dich für die interessierst. Alles andere interessiert die nicht. Du musst dich für die interessieren. So sind Narzissten. Das ist einfach so. Die wollen, dass sich alles um die dreht. Die interessieren sich nicht für dich. Die wollen aber, dass du dich für die interessierst. Das ist wieder diese Doppelmoral von denen, diese Doppelstandards von Narzissten. Die wollen, dass du komplett Interesse zeigst, dass du dich brutal für die interessierst. Aber sie interessieren sich null für dich. Und genau das musst du ihnen jetzt halt leider zurückgeben, diese Gleichgültigkeit. Weil die laufen gleichgültig durchs Leben. Narzissten laufen ganz cool, ganz gleichgültig durchs Leben, nutzen einfach so die Leute aus, interessieren sich für keinen, nur für sich selbst. Jetzt musst du ihnen das eigene Futter zum Fressen geben. Das heißt so viel wie, sei gleichgültig, gib denen nichts mehr, interessier dich nicht mehr für sie. Und seh zu, wie diese Menschen Amok laufen, wie diese Menschen ausrasten und panisch werden, zornig werden und alles, die drehen komplett am Rad, wenn die merken, du interessierst dich nicht mehr für die Spiel, Machtkampf, was weiß ich. Du machst nicht mehr mit. Du machst nicht mehr mit. Und wenn du nicht mehr mitspielst, dann können die nicht spielen. Dann ist das Spiel vorbei. Wenn du nicht mitspielst, ist das Spiel vorbei. Die können dir nichts. Und das frustriert die. Frustriere den Narzissten, indem du dich nicht mehr für ihn interessierst. Frustriere ihn richtig. Weil die wollen, dass du hingehst und kämpfst und geh nicht so mit mir um. Die wollen, dass du dich aufregst. Die wollen, dass du negativ reagierst. Die wollen, dass du abgeäfft bist. Die wollen, dass du negativ bist. Die wollen, dass du down bist. Die wollen, dass du gegen die kämpfst und mitkämpfst und was weiß ich alles. Und hör auf damit, mach das nicht, mach dies nicht. Das wollen die, dass du dich verteidigst oder sonst was. Das wollen die alles. Aber wenn du das nicht mehr tust, sagst, weißt du was, ist mir egal. Was du sagst, was du tust, was du nicht tust, was du nicht sagst, was du von dir gibst, wie du lebst, was du willst, es ist mir alles egal. Du bist mir egal. Und da musst du hinkommen. Leider Gottes. Ich weiß, du bist vielleicht nicht so ein Mensch. Nicht so ein gleichgültiger Mensch. Ich bin es auch nicht von Natur aus. Ich bin ein Mensch, ich investiere viel und ich mache mir viel Gedanken und sonst was um meine Menschen. Aber irgendwann musste ich auch lernen, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, ey, der interessiert sich nicht für mich, ich interessiere mich nicht mehr für den. Auch bei Frauen gemerkt, weil viele Frauen heutzutage
Die haben das, die interessieren sich nur dafür, interessierst du dich für mich? Aber ich interessiere mich nicht für dich. Die wollen nur Aufmerksamkeit. Leider immer mehr Frauen haben diese narzisstischen Züge auf jeden Fall. Safe, die interessieren sich nur für diese Aufmerksamkeit. Was kannst du mir geben? Was bekomme ich von dir? Interessierst du dich für mich und sowas? Hörst du mir zu? Die sind komplett toxisch, komplett narzisstisch, so voll selbstverliebt. Alles dreht sich um die. Die denken nicht mal eine Sekunde, warte mal, was kann ich dem Mann geben? Nein, alles dreht sich um die, was bekomme ich? So dieses Entitlement. So, aber ab dem Zeitpunkt, wo du dich nicht mehr interessierst, wo du sagst, weißt du was, du entitled kleines Ding, mach dein Ding, zieh durch, aber ohne mich. Sie wird durchdrehen, wenn sie deine Aufmerksamkeit nicht mehr bekommt. Die wird durchdrehen, weil alles dreht sich heutzutage nur noch um Aufmerksamkeit. So gefühlt. Es dreht sich alles nur noch um Aufmerksamkeit. Die Leute wollen nur noch Aufmerksamkeit. Und wenn die keine Aufmerksamkeit bekommen, auf einmal drehen die am Rad. Können nicht mal alleine mit sich in Ruhe ihr Ding machen. Einfach mal, keine Ahnung, alleine mal zocken, alleine einen Film sehen, alleine mal diesmal. Die brauchen immer andere Menschen. Hauptsache, die werden entertained. Aber wenn du den Narzissten nicht mehr entertainst, wenn du sagst, I don't care, ich ziehe mich zurück, ich mache mein Ding. Der Narzisst wird durchdrehen, weil er dann merkt, er kann sein Spiel nicht mehr mit dir spielen. Du spielst nicht mit. Wenn du nicht mitspielst, ist das Spiel vorbei. Die haben keine Macht und alles, was Narzissten wollen, ist Macht. Alles, was Narzissten wollen, ist Macht. Und ja, auch viele Frauen heutzutage wollen nur Macht. Macht über den Mann, damit sie den Mann schön manipulieren und kontrollieren können, weil die vielleicht in der Vergangenheit irgendwelche traumatischen Dinge mit irgendwelchen Exen erlebt haben und denken sich jetzt, ich darf mich nicht mehr von einem Mann kontrollieren lassen, jetzt will ich den Mann kontrollieren, beispielsweise. Das ist das, warum immer mehr Frauen sind leider so, leider Gottes. Und ja, es gibt genug narzisstische Männer, bevor das jetzt wieder kommt und dies und das. Und es gibt auch genug narzisstische Männer, ich bin enttäuscht von dir. So, ja, aber trotzdem, gerade weil immer mehr Frauen diese ganzen Optionen haben, die sind so viel Aufmerksamkeit bekommen und alles, die werden immer narzisstischer, immer toxischer, immer selbstverliebter, haben dieses riesen Ego, wie das bei Narzissten halt nun mal auch so ist. Die haben, ich sag nicht, das sind alles Narzissten. Ich sage nur, die bekommen immer mehr diese Züge wegen diesen Dating-Apps, Social Media und was weiß ich alles. Da bist du jetzt als Mann und merkst, die Dame interessiert sich nur für sich. Zieh dich mal zurück. Zieh dich mal komplett zurück. Zieh mal deine Aufmerksamkeit. Zieh mal alles zurück und du wirst sehen, wie sie auf einmal am Rad dreht. Wenn sie deine Aufmerksamkeit nicht mehr bekommt, wenn du auf einmal nicht mehr schreibst, nicht mehr fragst, gar nicht, du, nein, nichts. Nicht. Die Falschen natürlich, die ganz Falschen, die melden sich dann nicht mehr, denen ist alles komplett egal. Da weißt du eh schon, wo du bist. Wenn du dich auf einmal zurückziehst und diese Person meldet sich überhaupt gar nicht mehr, du weißt, was abgeht. Aber wenn sie dann anfängt, das ist kein Manipulationsspiel. Das ist einfach wie ein Test. Ja? Du merkst eh schon die ganze Zeit, diese Person interessiert sich nur für sich. Und die ganz Falschen, wie gesagt, du ziehst dich zurück, die merken das nicht mal. Die ziehen sich auch zurück, die machen ihr Ding, interessieren sich nicht dafür. Die sich ein bisschen vielleicht für dich interessieren oder die sich für dich interessieren, vielleicht. Keine Ahnung, dieser Mensch hat diese Werte nicht bekommen. Manchmal ist es so, wir entschuldigen jetzt kein Verhalten. Eigentlich sollte jeder Erwachsene das wissen, aber manche, ich weiß nicht, keine Ahnung, die haben diese Werte nicht. So mal zuhören, mal sich auch für andere interessieren und so mal teilen oder sonst was. Die haben diese Werte nicht. Keine Ahnung. So, deswegen, diese Welt wird immer narzisstischer, immer toxischer. Jeder ist nur noch so ich-bezogen. Jeder ist voll egoistisch geworden. Egal. So, wo war ich stehen geblieben? Kurz Faden verloren. Nee, du wirst merken auf jeden Fall, die Richtigen dann, die werden dir vielleicht so entgegenkommen. Die werden dann fragen, oh, alles gut mit dir, was ist los mit dir und werden dir dann entgegenkommen. Zieh dich einfach mal zurück. Die Richtigen werden dann zu dir kommen, werden dann so
sich erkenntlich zu zeigen, so, hey, ich merke, du meldest dich nicht mehr, was ist los, bla bla, aber passt trotzdem auf. Passt trotzdem auf. Vielleicht ist es nur noch wieder so ein Huf. Du musst halt dein Bewusstsein verwenden, deine klare Sicht, ja, du siehst doch, dieser Mensch hat mich vorher nur ausgenutzt, bei dem gebe ich nichts mehr. Dieser Mensch, keine Ahnung, der hat vielleicht diese Werte nicht. So, okay, ich bin mal vorsichtig. Ich gebe dem mal eine Chance. Du musst dein, wie heißt es auf Deutsch? Discernment. Deine klare Sicht so quasi. Du weißt es selbst. Wem kannst du vertrauen, wem kannst du nicht vertrauen? Wem kannst du geben, wem sollst du nicht geben? So, du musst es selbst wissen. So, der hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, keine Ahnung, der ist selbstverliebt, interessiert sich nur für sich, lass den gehen. Der da, der redet halt einfach viel von sich und so und eigentlich, er interessiert sich für mich, nur er ist ein bisschen so egoistisch, keine Ahnung, bei diesen Menschen sei einfach vorsichtig, weil ich bin dir ehrlich, viele heutzutage, die haben diese Werte nicht. Die haben diese Werte nicht. Mal zuhören, dass sich mal nicht alles um die dreht und sowas. Die sind halt voll ich-bezogen. So, keine Ahnung, die Eltern haben es denen nicht beigebracht. So, in der Schule wirst du darauf getrimmt, die ganze Zeit keine Fehler zu machen und du musst ja hier immer perfekt sein. Und dann denken die Leute, Hauptsache ich bin perfekt und ich helfe aber keinem, keine Ahnung, die helfen dann nicht und sowas. Sind dann nur so ich-bezogen und Hauptsache die kommen durch, was weiß ich. Man wird so darauf getrimmt. Man wird so darauf getrimmt, man darf keine Fehler machen, man muss immer perfekt sein. Und viele laufen einfach über Leichen dafür. Hauptsache, die machen keine Fehler. Hauptsache, bei denen läuft alles im Leben. Was bei dir abgeht, da ist denen egal. Und bei diesen Menschen musst du ganz vorsichtig sein. Ich meine, wie gesagt, nicht alle von denen sind böse und wir müssen die nicht hassen und so, aber viele, so, die haben diese Werte einfach. Wie gesagt, sind die Eltern schuld, ist dieses System schuld. Social Media, alles Mögliche, ja, ist da schuld. So, ja, im Endeffekt, sei vorsichtig. Aber du merkst direkt, wenn du auf einmal den Leuten da, die so sind, keine Aufmerksamkeit mehr gibst, du siehst direkt, wie die durchdrehen. Safe. Safe. Ich habe es jedes Mal erlebt. Jedes Mal. Jedes verdammte Mal. Nicht. Jedes Mal, weil, wie gesagt, es gab auch sehr viele Falsche, die sich dann einfach auch gar nicht mehr gemeldet haben, von denen man nichts mehr gehört hat, die weg. Gibt es auch, aber so viele. Dann, oh, was ist los, bla bla. Und wie gesagt, da musst du auch aufpassen, weil das kann nur wieder so ein Hoovering sein. Oh, ich hab dich vermisst und bla bla. Nur damit die wieder was bekommen. Deswegen sei vorsichtig. Aber wenn du dann merkst, auf einmal die Dynamik verändert sich, das will ich nämlich die ganze Zeit sagen. Ich rede ein bisschen um den heißen Brei. Ich wollte das Video eigentlich so kurz wie möglich machen, aber egal. Wenn du dann aber merkst, die kommen dir aber jetzt mal entgegen, weil die merken, oh, ich brauche dich, ich will dich und du bist ein guter Freund und ich will dich nicht verlieren. So, hey, ich komme dir jetzt auch mal entgegen. Und auf einmal, die hören dir zu, die kommen zu dir. So, und die verändern sich so ein bisschen. Ja, da. Diese Menschen müssen dir es halt tatsächlich zeigen. Das will ich halt die ganze Zeit so sagen. Die müssen dir die Beweise zeigen. So, ey, ich will mich jetzt verändern. Ich sehe, ich habe was falsch gemacht. Ich habe dir nicht zugehört. Ich habe dir keine Aufmerksamkeit gegeben. Lass mich mal jetzt mehr auf dich zugehen. Bei diesen Menschen kannst du so sagen, okay, denen gebe ich noch eine Chance. Aber die anderen, die dann so nur dich huren und so, lass die gehen. Und du merkst so, die wollen dich nur zurückhuren. Nun zurückangeln, damit die wieder dich ausnutzen können. Wo du da, wenn du das merkst, schmeißt diese Menschen weg. Aber wo du merkst, diese Menschen verändern sich auf einmal und kommen dir entgegen und merken auf einmal, wie ungerecht das war und sonst irgendwas. Und die sind auf einmal bedachter. Bei diesen Menschen sei trotzdem immer vorsichtig, aber da kannst du eher, würde ich sagen, eine Chance geben. Meiner Meinung nach. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns das nächste Mal für Coachings. Guckt in die Videobeschreibung. Dort sind alle Links verteilt, wo und wie du mich erreichen kannst. In diesem Sinne, wenn jemand quatschen will, hit me up, dann machen wir gerne ein Coaching. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace.